Herzlich willkommen und Servus zu unserer vierten Episode der Eintracht Frankfurt Karriere. Wir sind hier heute beim Transfer Deadline Day und wir haben auch direkt ein Transferangebot für Sebastian Rode bekommen über 9,4 Millionen von Valencia. Das werden wir aber ablehnen, da Rode einfach im zentral defensiven Mittelfeld gesetzt ist und wir ihn unbedingt brauchen. Und wir bekommen das nächste Transferangebot von Inter Mailand. Sie bieten uns einen Tausch an. Philipp Kostic gegen Raja Nainggolan und 5,8 Millionen. Da muss man sich allein nur den Marktwert ansehen und kann das Angebot schon ablehnen. Kostic natürlich auch auf der linken Seite absolut gesetzt. Und Nainggolan, der kommt schon in die Jahre. Mit 29 Millionen Marktwert können wir ihn auf keinen Fall gebrauchen. Auch von Ajax Amsterdam bekommen wir hier ein Angebot. Sie bieten uns für Ivan Ndicka einen dicken Batzen Geld. 15,5 Millionen sind uns aber zu wenig und Ndicka ist auch bei uns in der Zukunftsplanung einer der Eckpfeiler und deswegen lehnen wir auch dieses Angebot ab. Leider kommen für die Leute auf unserer Transferliste kaum Angebote. Wir haben noch ordentlich die Transferliste voll, aber diese Spieler sind anscheinend nicht so gefragt. Und schon ist der Transfer Deadline Day zu Ende gekommen. Frankfurt hat einiges investiert, 44,5 Millionen. Freddy Bobic hat ordentlich Kohle locker gemacht und mit diesem Kader gehen wir jetzt in die neue Saison. Wir denken, dass wir gut aufgestellt sind, auf allen Positionen doppelt besetzt sind und hoffen, dass wir so eine gute Tabellenplatzierung erreichen können. Ja, nach der Transferperiode ist vor der Transferperiode. Deshalb haben wir uns Scouts jetzt den Auftrag gegeben, uns Spieler mit Stammspielerqualität zu suchen, die noch ein Jahr Restvertrag haben. Also die wir dann mit einem Vorvertrag im Januar holen können. Nach 2 Siegen in Folge hoffen wir jetzt gegen Hertha Berlin in einem Heimspiel diese Serie fortsetzen zu können. Hertha geht mit einem 4-1-2-1-2 in die Partie mit ihren ganzen Neuzugängen und wir starten mit unserer absoluten Top-11. Und dann versuchen wir mal den zweiten Heimsieg einzufahren. Maitland Niles setzt sich hier gut auf den rechten Flügel durch. Andres Silva bietet sich an, kriegt den Ball auf. In der Mitte wartet Kamada. Und das 1-0 für die Eintracht nach 9 Minuten. Kamada hier mit seinem zweiten Saisontor wunderschön herausgespielt über Maitland Niles in die Mitte. Kamada muss dann nur noch abschließen. Ein wunderschönes Tor. Die Hertha nochmal über Cordoba, der alte Büffel. Kann sich hier durchsetzen und macht das 1-1. Ganz stark seinen Körper eingesetzt und schließt dann wunderbar in die kurze Ecke ab. Kevin Trapp mal wieder ohne Chance. Auch wenn es das Torwart-Eck ist. Bei so einem harten Schuss macht selbst Kevin Trapp da gar nichts. Hier sieht man nochmal, wie er Hinteregger gut abschirmt und dann Ball dann einfach in die Maschen zimmert. Ja, früh in Führung gegangen, spät den Ausgleich kassiert. Hoffentlich können wir jetzt nochmal in Führung gehen. Zur Halbzeit haben wir jetzt noch Ragnar Ache gebracht. Nach seiner starken Leistung gegen Wolfsburg kann der jetzt versuchen, Bas Dost zu ersetzen. Außerdem haben wir Hasebe rausgenommen und Gertruida reingebracht. Schickt Ragnar Ache. Da kommen ein paar Leute nach. Ache geht durch an der Seite. Aber Jahrstein mit einer guten Fußballlage. Für die letzten Minuten bringen wir nochmal Danny Da Costa für Maitland Niles, um auf der rechten Seite nochmal für ordentlich Tempo zu sorgen und vielleicht noch den Siegtreffer erzielen zu können. Gut rausgespielt auf Danny Da Costa. Der geht hier mal über die Außen und bringt eine lange Flanke auf Andres Silva, der mit der Direktabnahme trifft leider nur das Außennetz. Kommt nochmal nach vorne, der Schiri pfeift nur nicht ab. Im Strafraum Piątek. Und macht nochmal einen Pfostenkracher. Aufatmen bei Frankfurt-Fans jetzt. In der vierten Minute der Nachspielzeit hat die Hertha nochmal den Pfosten getroffen. Aber am Ende trennen sich beide Mannschaften mit 1-1. Ich denke, es ist eine gerechte Punkteteilung dieses Spiel. Nach 7 Punkten aus den ersten 4 Spielen fahren wir jetzt zu einem Auswärtsspiel zur Union Berlin. Ja, hier seht ihr jetzt noch die Aufstellung von Union Berlin. Die Fünferkette kennt man komplett aus der Bundesliga, Kruse und Gentner natürlich auch. Vorne drin haben sie mit Meneses und Ocampo zwei neue Spieler neben Bülter. Ja, wir haben heute auch ein etwas durchrotiertes Team, vor allem in der Verteidigung. Da bekommen Ndicka und Gertruide einen Platz neben Hasebe. Gertruide hat sich den Startelfplatz verdient durch seine gute Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Berlin. Und Dominic Rohr ersetzt Rode, da der bisher noch nicht ganz überzeugt hat. Eben hier mit dem Spielaufbau. Saracho kann natürlich Dost kaum schicken, dafür aber Kamada. Der hat Andres Silva dabei. Nachts alleine, knapp am Tor vorbei. Kamada kommt hier nach vorne zusammen mit Saracho und unten geht Andres Silva. Der bekommt auch den Ball von ihm, schießt in die kurze Ecke und hämmert das Ding in den Winkel.
Ja, Saracho legt hier André Silva sein erstes Saisontor auf. Schön, dass dieser auch mal startet. Saracho, kann sie jetzt mal ein Herz nehmen? Ja, mit 1:0 geht es hier an der Alten Försterei in die Halbzeit. Zur Halbzeit bringen wir Martin Hinteregger für den gelb vorbelasteten Hasebe und Gibrisso kommt für Saracho rein, der auch mal eine Pause gebrauchen kann. Zur 73. Minute bringen wir jetzt noch Armin Younes für Philipp Kostic, damit wir noch etwas Tempo auf der Seite haben. Die Berliner hier machen nochmal Druck in der Schlussphase. Kommen wir in der letzten Minute des Spiels. Gute Flanke, aber Griesbeck köpft den Ball ganz frei neben das Tor. Das hätte das 1:1 sein müssen aus Berliner Sicht. Ja, wir retten das Ergebnis hier in Berlin noch über die Zeit. Wir haben uns natürlich erhofft, dass das ein überzeugenderer Sieg wird, aber wir sind auch mit dem 1:0 fürs erste Mal zufrieden. Wird in die Kategorie Arbeitssieg eingeordnet. Und wir befinden uns schon auf dem Weg zum Heimspiel gegen Freiburg, aber vorher kommt noch ein monatliches Scouting-Update rein. Und dort finden wir Kai Stein mit einem sehr guten Potenzial und einem Marktwert von über 500.000, den verpflichten wir für die Jugendmannschaft. Und Benedikt weiß einfach was Gutes, auch ein überragendes Potenzial und einfach ein Marktwert von 3,2 Millionen Euro. Mal sehen, was der so kann. Und hier haben wir schon den Kollegen, fühlt sich auf dem rechten Mittelfeld und dem ZOM sehr wohl. Sieht ein bisschen nach Arjen Robben aus, deswegen lassen wir ihn auch auf der rechten Außenbahn und geben ihm den inversen Flügelmittelfeldspieler, damit er auch einen guten rechten Fuß hat, um vielleicht auch mal eine Flanke mit rechts reinbringen zu können. Ja, nach dem doch etwas müden 1:0 Erfolg gegen Union Berlin heißen wir jetzt Nils Petersen und den SC aus Freiburg willkommen. Und gewechselt haben wir auch direkt einmal in unserer Startelf und zwar kommt Ragnar Ache zu seinem ersten Startelf-Einsatz anstelle von Bas Dost. Schöner Pass hier auf Maitland Niles. Der geht die Außenlinie durch und bringt dann einen zweiten Pfosten und Kamada fliegt da rein. Das ist ja unfassbar. Der kleine Japaner baut mit seinem ersten Kopfballtor in seiner gesamten Karriere. Und wie er da seinen Körper, wie er da seinen Körper aufs Spiel setzt und mit dem Kopf einfach am Pfosten abprallt. Aber ja, man muss FIFA einfach lieben. Die Eintracht hier schon wieder mit dem frühen 1:0. Ja, da haben wir gar nicht kommentiert, weil wir eigentlich... Okay, gut. Abseits. Nee. Und da bekommen wir das 1:1 Freiburg hier mit dem Ausgleichstreffer in der 13. Minute. Hier sieht man es nochmal schön in den Strafraum kombiniert und dann grätscht Martin Hinteregger da nochmal rein. Aber Soma kann den Ball an Kevin Trapp vorbeischieben. Ja, da haben wir gar nicht so richtig kommentiert, weil wir eigentlich dachten, dass wir die Situation schon bereinigt hätten. Aber Freiburg hat uns dann mit einem guten Pass in die Tiefe dann doch überrascht. 1:1, so schnell kann es gehen. Ache wird jetzt von Kamada auf die Reise geschickt, hat eigentlich nur noch den Torhüter vor sich, zielt aufs lange Eck und zielt neben das lange Eck. Silva setzt sich am zweiten Pfosten ab. Saracho findet Kamada, der scheitert an Upov. Und kann hier leider nicht den Doppelpack schieben. Ecke jetzt von Kostic auf Hinteregger. Der geht hoch und macht das Ding auch. Kostic erste Torbeteiligung, wenn ich das richtig weiß. Auch er ist jetzt in der Saison angekommen. Hinteregger ein wahrer Eckballboss. 2-gegen-1 Situation jetzt mit Petersen hier. Der geht an Hinteregger vorbei und schweißt das Ding in die Maschen. Gleiches Ergebnis wie vorhin. Frankfurt geht in Führung, Freiburg gleicht aus. Erneut der Dämpfer für die Eintracht. Nils Petersen, eiskalter Abschluss in die kurze Ecke. Sieht man es nochmal 2-gegen-1 Situation, da macht der Hinteregger nichts mehr. Und Kevin Trapp erst recht nicht. Ache bringt ihn jetzt raus auf Maitland Niles. Kriegt die Flanke zurück, aber kommt leider nicht ganz dran. Und so gehen wir mit einem 2:2 in die Halbzeitpause. Die Frankfurter Eintracht geht ohne Wechsel in die zweite Hälfte und versucht jetzt das Spiel nochmal herumzudrehen. Ja, wieder mal gelb vorbelastet, nehmen wir Makoto Hasebe jetzt vorsichtshalber mal runter und geben Almani Touré noch etwas Einsatzzeit. Eckball für die Frankfurter. Das Kopfballungeheuer, Martin Hinteregger steigt wieder hoch und macht den Doppelpack hier. Sind das hier die Martin Hinteregger Festspiele oder was ist hier los? 2 Kostic-Ecken von Hinteregger verwertet. So stellt man sich das natürlich vor, wenn man unter der Woche Standardtraining macht.
Da gibt's heute Abend einen krassen Bier für ihn, Martin. Hier wieder gegen zwei Freiburger. Wieder keine Chance für den Freiburger Torhüter. Ganz starkes Kopfballspiel. Hinten muss jetzt Hinteregger natürlich aufpassen, dass seine Tore nicht egalisiert werden. Und Trapp kommt ganz stark raus gegen Abrashi. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal, dass Gibril So wieder für Saracho reinkommt, einfach nur um denen nochmal eine Pause zu gönnen. Grifo. Sein Schuss wird aber abgeblockt. Und so können wir das 3:2 über die Zeit zittern. Frankfurt mit dem nächsten Heimsieg und wir setzen uns so allmählich mal oben bei den Spitzenteams fest. Martin Hinteregger heute mit dem Doppelpack. Da sehen wir den Mann. Zwei Versuche, zwei Tore. Ein klassischer Mittelstürmer-Manier. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode. Nächste Episode warten 4 Spiele auf uns. Leverkusen auswärts, dann Köln auswärts, also die NRW-Wochen sind angebrochen. Danach simulieren wir ein Heimspiel gegen Mainz 05 und als Abschluss gibt es dann noch ein Heimspiel gegen den Hamburger SV im Pokal. Ja, während unsere Jungs schon das Airbnb in Köln buchen, bereiten wir uns auf die nächste Folge vor. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr drückt den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und empfiehlt uns weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized.